Flux FM in digitaler Gesellschaft. Die Funkzellenabfrage ist heute unser Thema. Die Funkzellenabfrage wird immer beliebter, jedenfalls bei der Polizei, in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Guckt man da durchaus kritischer drauf. Es ist im Prinzip eine Maßnahme, um rauszufinden, welche Handys zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort waren. Das kann man durch die Funkzellenabfrage rausfinden. Und seit Jahren steigt die Zahl dieser Funkzellenabfragen kontinuierlich an. Der Bundestag hat vor kurzem sogar eine Ausweitung des Instruments beschlossen und das ist schlecht, sagt zumindest Volker Tripp von der digitalen Gesellschaft, denn die Grundrechte Unschuldiger werden quasi mit Füßen getreten, wenn diese Daten abgefragt werden, denn auch Unschuldige befinden sich in der Funkzelle, in der ein Verbrecher, eine Verbrecherin, kann ja auch sein, gesucht wird. Wir quatschen ein bisschen über die Funkzellenabfrage und darüber, was das mit unserer Privatsphäre zu tun hat. Ich habe es schon ein bisschen versucht zu erklären, wie das funktioniert mit der Funkzellenabfrage, aber das kannst du vielleicht noch ein bisschen besser zusammenfassen. Wie wird das gemacht mit der Funkzellenabfrage und warum und wieso und wann wird die eingesetzt? Ja, die Funkzellenabfrage ist ein Ermittlungsinstrument für die Polizei und die Staatsanwaltschaft und wenn also sich irgendwie ein Verbrechen oder so ereignet hat, eine schwere Straftat ereignet hat und man also wissen möchte, wer hat sich denn im Umfeld des Tatortes zur Tatzeit befunden, dann kann eben eine solche Funkzellenabfrage gemacht werden. Hintergrund ist, immer dann, wenn ich ein aktiviertes Handy habe und ich laufe durch die Gegend, dann lockt es sich automatisch in die nächste Funkzelle ein. Das gesamte Mobilfunknetz besteht ja aus so einzelnen Waben, die eben aufgebaut sind, um an die verschiedenen Mobilfunkmasten. Ja. Das ist eben eine Funkzelle. In die nächstgelegene bucht sich so ein Handy immer ein und das wird auch abgespeichert bei dem Provider. Und diese Daten können dann eben abgerufen werden. Dann kann zum Beispiel gesagt werden, zum Zeitpunkt X in der und der Funkzelle, welche Handys waren da eingebucht. Und dann kriegt man eben eine Auskunft und das sind oft, also Tausende, gerade in so einer Großstadt wie Berlin sind das sehr, sehr viele, die dann davon betroffen sind und all diese Daten landen dann eben bei der Polizei, werden dort gespeichert und werden zur Grundlage von Ermittlungen, die so ein bisschen einer Rasterfahndung ähneln. Interessant finde ich ja, dass zwischenzeitlich geplant war, ohne dass es umgesetzt wurde allerdings, die Leute, die sich in so eine Funkzellenabfrage begeben, beziehungsweise die in so eine hineingeraten, kann ja passieren, ja, dass quasi in deinem direkten näheren Umfeld ein Verbrechen geschehen ist, die Funkzellen werden abgefragt und du bist gerade in der Nähe. Die Idee gab es mal, dass man die Leute, die in eine solche Funkzellenabfrage geraten, dass man die benachrichtigt von Staats wegen. Das ist aber nur angekündigt worden und nie passiert. Nein, nicht so ganz. Da steht sogar im Gesetz, dass das passieren muss. Ja, also eigentlich ist das eine Pflicht, immer dann, wenn so eine Abfrage gemacht wurde, meine Daten waren dann dabei. Also es geht gar nicht darum, dass ich der Täter war oder so, sondern einfach nur, dass meine Daten von der Polizei abgefragt wurden. Dann, so sagt das Gesetz, sagt die SDPO, müsste ich eigentlich benachrichtigt werden. Es sei denn, das wäre ein unverhältnismäßiger Aufwand oder es ist anzunehmen, dass ich kein Interesse an dieser Benachrichtigung habe. Und davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Sie sagen eigentlich, naja, also wenn das sowieso kein Treffer war, dann werden sie wohl kein Interesse haben. Und deswegen unterbleibt in der Regel bei den allermeisten Staatsanwaltschaften diese Benachrichtigung. Und das ist eben ein Missstand, weil die Betroffenen, also deren Daten dort erhoben worden sind, wenn die gar nichts davon erfahren, können die zum Beispiel auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachfragen, ob ihre Daten denn jetzt zwischenzeitlich mal gelöscht worden sind. Ja. Denn es gibt für diese Daten noch Löschfristen. Also immer dann beispielsweise, wenn in einem Verfahren ein Täter rechtskräftig verurteilt wurde, müssen diese Daten gelöscht werden. Oder wenn die Straftat, um die es geht, wegen der da ermittelt wird, verjährt ist. Ja? Auch dann müssen die Daten gelöscht werden. So, das kann ich aber nur dann vernünftig überprüfen, wenn ich überhaupt weiß, dass meine Daten von einer ganz bestimmten Funkzellenabfrage betroffen waren. Und dafür ist eben diese Information wichtig. Und deswegen ist es eben problematisch, dass diese Information regelmäßig unterbleibt. Ja, und da hast du ja gerade die Begründung schon nachgeliefert, die Staatsanwaltschaft zumindest formuliert. Die sagen, es scheint ja kein Interesse zu herrschen an diesen Informationen und deswegen machen wir das nicht. Und außerdem ist der Aufwand sehr, sehr hoch. Ja, genau. Und es haben sogar tatsächlich mal Leute probiert, sozusagen dem entgegenzuwirken, indem sie einfach pauschal an Staatsanwaltschaften geschrieben haben und gesagt haben, übrigens, falls meine Daten mal von einer Funkzellenabfrage betroffen sein sollten, dann habe ich ein Interesse daran, das mitgeteilt zu bekommen. Das hat man in Schleswig-Holstein beispielsweise probiert und da hat die Staatsanwaltschaft dann geantwortet mit einer ganzen Reihe von Begründungen, also allen möglichen anderen Gründen, die sie noch angebracht hat, warum eine solche Benachrichtigung stattfinden kann. Und sie hat gesagt, also tut mir leid, eine solche pauschale Interessensbekundung, die bringt uns gar nichts, weil wir können das nicht, wir haben kein Register dafür, denn uns fehlt die Rechtsgrundlage für ein solches Register. Also das ist vollkommen verquer. Auf der einen Seite schreibt das Gesetz eben die Benachrichtigung vor, sagt nur dann nicht, wenn es kein Interesse gibt. Und wenn Leute hingehen und aktiv ihr Interesse bekunden, sagt die Staatsanwaltschaft, ja tut mir leid, das können wir so leider nicht festhalten, weil wir haben kein Register dafür.
Jetzt ist die Funkzellenabfrage aber ganz allgemein betrachtet nicht ohne, wenn man auf die Grundrechte guckt. Das ist dann fast schon unerheblich, ob man darüber informiert wird, dass die Grundrechte eingeschränkt worden sind. Ja, das ist dann nochmal eine andere Ebene der ganzen Problematik. Aber warum, sagt ihr, insgesamt ist das Ganze problematisch? Auch die Ausweitung auf, sagen wir mal, minderschwere Verbrechen ist ja durchaus was, worüber man diskutieren kann. Ja, genau. Also das Problem ist, jeder hat ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also ich kann grundsätzlich darüber entscheiden, wann meine personenbezogenen Daten erhoben werden und wie sie dann verarbeitet werden. So, und in dem Augenblick, in dem man sich eben diese Daten aus der Funkzelle greift und meine dabei sind, wird in dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, weil hier die betroffenen Rechte auch nicht eingehalten werden, habe ich eigentlich gar keine Möglichkeit zu überprüfen, ob denn jetzt eigentlich rechtzeitig gelöscht wird beispielsweise. Und eben, ob jetzt mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung hier übermäßig beschnitten wird oder eben nicht. Ja? Das ist eben so, sagen wir mal, die grundrechtliche Problematik. Dann gibt es eben auch noch Fälle, in denen die Polizei dieses Instrument viel zu exzessiv einsetzt. Es gab beispielsweise 2011 in Dresden auch mal so einen Fall, wo dann nach einer während einer Demonstration über mehrere Tage hinweg über 500.000 Datensätze erhoben wurden, sodass man eben genau feststellen konnte, wer war eigentlich genau auf dieser Demo und so weiter. Und solche Dinge, wenn das bekannt wird, kann das natürlich einen einschüchternden Effekt auf die Wahrnehmung von Grundrechten, beispielsweise die Versammlungsfreiheit, in der Zukunft haben. Mhm. Interessant finde ich auch, dass dieses Instrument auch eingesetzt wird mittlerweile, um zum Beispiel Wohnungseinbrüche aufzuklären. Und das ist relativ absurd vor dem Hintergrund, dass die Aufklärungsrate trotz dieses Instruments kein bisschen besser geworden ist. Ja, das ist ganz frisch. Ende Juni hat der Bundestag das beschlossen und im Bundesrat ist das jetzt Anfang Juli durchgewinkt worden. Man hat also vereinfacht gesagt die Funkzellenabfrage auf Wohnungseinbrüche ausgeweitet. Vorher galt das nur bei schweren Straftaten, weil zum Beispiel also Bandendiebstahl oder Raub oder solche Sachen oder Mord oder eben auch terroristische Taten, aber auch bei Betäubungsmitteldelikten zum Beispiel. Und jetzt hat man es eben so gemacht, dass man es auch bei ganz normalen Wohnungseinbrüche machen kann. Wenn man sieht, wie häufig Wohnungseinbrüche vorkommen und wie flächendeckend die eigentlich vorkommen, heißt das, dass jetzt in Zukunft eigentlich durchschnittlich, statistisch ungefähr pro Woche jeder Einwohner irgendwo mal in der Datenbank der Polizei landet. Ja? Also nur mal bezogen auf Berlin, ja, hier haben wir jetzt das alles ein bisschen kompakter, da war es 2014 sogar so, dass statistisch betrachtet jeder Einwohner dieser Stadt 14 Mal in Datenbanken der Polizei gelandet ist durch Funkzellenabfragen. Und wie gesagt, jetzt wird es wohl flächendeckend so sein, dass ungefähr pro Woche jeder Einwohner oder der Anschluss, der Mobilfunkanschluss jedes Einwohners irgendwann einmal in der Datenbank der Polizei landet. Und dann kann man sich fragen, ob das denn so wahnsinnig wünschenswert ist. Und das ist auch, glaube ich, nicht so wirklich klar, wenn sich dann zum Beispiel de Maizière hinstellt und ihm sagt, wir tun jetzt wirklich was gegen die Wohnungseinbruchskriminalität und so weiter. Du hast ja selber schon gesagt, es ist schon überhaupt fraglich, wie denn jetzt eigentlich eine Funkzellenabfrage gegen Wohnungseinbrüche helfen soll. Denn der kluge Einbrecher lässt dann sein Handy zu Hause oder schaltet es aus, sodass es sich eben nicht in die Funkzelle einbucht. Und bam, schon nützt es gar nichts mehr. Ja. Aber man täuscht halt so einen gewissen Aktionismus vor, ne? Und kann eben immerhin sagen, so, wir machen jetzt hier eine harte Hand, Law and Order gegen Wohnungseinbrüche, das drückt die Leute. Und es geht eben auf den Wahlkampf zu, das mag vielleicht einer der Gründe sein. Ja, und das ist Thomas de Maizières Spezialgebiet fast schon so ein bisschen, ne? Dann im richtigen Moment die richtigen Aussagen zu treffen und zumindest zu versuchen, damit Wähler und Wählerinnen zu generieren. Im Koalitionsvertrag taucht jetzt die Funkzellenabfrage auch auf. Hier in Berlin. Ja, genau. Wie muss man mit diesen Problemen in näherer Zukunft umgehen? Was kann man tun, um sich zu wehren? Muss auch hier vielleicht eine Gruppe von Menschen sich zusammentun und zumindest mal Interesse bekunden an diesen Daten? Was sagst du? Ja, hier aus Berlin finde ich, gibt sogar ganz positive Neuigkeiten, denn in dem Koalitionsvertrag hier der rot-rot-grünen Landesregierung von Berlin steht eben drin, dass man diesem Problem mit den betroffenen Rechten zur Leibe rücken möchte. Denn das haben wir ganz klar erkannt, es geht so nicht, dass auf der einen Seite so tief in Informationsrecht eingegriffen wird, auf der anderen Seite die Leute eben nicht informiert werden. So. Und deswegen möchte man jetzt hier ab Juli sollen die Arbeiten daran beginnen, also ab jetzt eigentlich, ein System einrichten, wo Leute sich registrieren können im Netz mit ihrer Mobilfunknummer und sagen können, ich möchte bitte benachrichtigt werden, falls es eine Funkzellenabfrage gibt. Aber ist auch ein bisschen strange, oder? Also quasi, um sich benachrichtigen zu lassen, dass man in eine Funkzellenabfrage geraten ist, muss man zunächst mal sich mit Klarnamen und seiner Funktelefonnummer auf irgendeiner
Seite der Regierung melden. Genau. Ist auch ein bisschen, fühlt sich für mich nicht richtig angenehm an. Kann man komisch finden, nur das Problem ist eben, Mobiltelefone wechseln auch mal den Besitzer. Ja. Und es wäre ja ziemlich merkwürdig, wenn jetzt noch Besitzer A das Telefon hatte, währenddessen in eine Funkzellenabfrage gerät, es dann zu jemand anderem geht und der dann die Benachrichtigung bekommt, ihre Daten sind bei einer Funkzellenabfrage gefallen. Also um das zu umgehen, macht man eben so eine Opt-in-Lösung, bei der man regelmäßig bestätigen muss, dass man eben weiterhin auch benachrichtigt werden möchte, damit es eben nicht zu solchen Fehlbenachrichtigungen kommt. Das ist der Hintergrund. Das ist, sagen wir mal, so ein technisches, so ein Ablaufproblem. Trotzdem erstmal grundsätzlich sehr begrüßenswert, finde ich, dass eben die Landesregierung hier sich in diese Richtung bewegt und einfach erkennt, dass es hier wirklich ein datenschutzrechtliches Problem gibt bei der Funkzellenabfrage und einfach mal daran geht, das zu beheben. Mhm. Weil dieser politische Wille, der war jedenfalls auf Bundesebene bisher nicht. Jetzt ist aber die Frage, ist das eine Position, die quasi der digitalen Gesellschaft weit genug geht, oder ist die Funkzellenabfrage als Instrument vielleicht insgesamt zu verteufeln und sollte man vielleicht dahin arbeiten, dass das wieder abgeschafft wird oder seltener eingesetzt zumindest? Also sicherlich ist die Art und Weise des Umgangs inakzeptabel mit der Funkzellenabfrage, das ist ganz klar. Die Funkzellenabfrage selber als Instrument ist im Mindesten bedenklich, weil sie halt stets sämtliche Menschen betrifft, die zu dem fraglichen Zeitpunkt in der Funkzelle eingebucht waren. Und das ist eigentlich etwas, was man gerne vermeiden möchte. Also besser wäre es eigentlich, wenn die Polizei sagen würde, okay, wir haben hier eine bestimmte Telefonnummer und wir wollen wissen, ob diese Telefonnummer zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Funkzelle eingebucht war. Damit hätte man weniger ein Problem. Aber alle diese Maßnahmen, die eben so eine große Streubreite haben und dann plötzlich Tausende von Personen betreffen, die sind eben grundsätzlich vor dem Hintergrund der Grundrechte als problematisch anzusehen. Wie wird sich die digitale Gesellschaft zu diesem Problem verhalten in näherer Zukunft? Werdet ihr beratend versuchen, da noch Einfluss zu nehmen auf den Senat hier in Berlin zumindest? Oder was passiert bei euch zu dem Thema? Ja, also wir werden auf jeden Fall uns dafür anbieten, auch was eben jetzt hier die Gestaltung und so weiter angeht. Und ansonsten eben versuchen, darauf hinzuwirken, dass auch auf Bundesebene nochmal gesetzliche Änderungen vorgenommen werden in der SDPO, um einfach diesen ausufernden Einsatz der Funkzellenabfrage stärker zu beschränken. Denn eigentlich ist es so, nach der Konzeption des Gesetzes sollte das eigentlich Ultima Ratio sein, wenn alle anderen Ermittlungsansätze keinen Erfolg bringen. Und auch das wird in der Praxis eigentlich so nicht umgesetzt. Da würde es zum Beispiel helfen, wenn man sagen würde, ihr müsst das mal dokumentieren. Mhm. Ja, ihr müsst mal dokumentieren, warum, dass ihr tatsächlich nicht anders weiterkommt. Ihr müsst tatsächlich mal darlegen, warum es jetzt unbedingt die Funkzellenabfrage sein muss. Es gab nämlich schon mal eine ähnliche Problematik mit so einer Eilbefugnis bei Wohnungsdurchsuchungen. Da gab es plötzlich wahnsinnig viele Eilfälle. Eigentlich bräuchte man einen Richtervorbehalt, außer es ist ein Eilfall. Und dann plötzlich gab es ganz viele Eilfälle, bis irgendwann das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ihr müsst das dokumentieren, warum es ein Eilfall ist. Und wups, auf einmal waren da gar nicht mehr so viele Eilfälle da. Also insofern, das könnte so ein Weg sein, wenn man eben dokumentieren muss, ist es hier wirklich Ultima Ratio? Warum haben wir hier darauf zurückgegriffen? Hier vielleicht, sagen wir mal, die Strafverfolgungsbehörden ein bisschen zu disziplinieren. Und unter Umständen wäre ja auch eine wissenschaftliche Untersuchung des Nutzens des Ganzen mal ganz interessant. Denn bis jetzt sieht es ja so aus, als würde das im Prinzip fast gar nichts bringen. Ja? Genau. Die Funkzellenabfrage funktioniert ja nur dann, wenn der Verbrecher mit seinem Funktelefon zum Verbrechen reist und wieder abreist und das zwischendurch nicht ausschaltet, dann würde es die Chancen erhöhen, diesen Menschen zu erwischen. Aber das ist ja in den meisten Fällen eben nicht der Fall. Genau, und es gibt bisher auch keine Statistikpflicht oder so für Funkzellenabfragen oder wo also festgehalten wird, wann haben die wirklich zum Erfolg geführt. Und das gibt es ab 2018, zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. Und auch hier wäre wünschenswert, tatsächlich mal einen konkreten Wirksamkeitsnachweis zu sehen. In der Tat, der fehlt nämlich bisher. Und der ist auch eigentlich so, hatten wir ja gerade eben schon gesagt, der Einbrecher schaltet halt beim Einbruch sein Handy aus. Dieser Wirksamkeitsnachweis, der ist auch irgendwie nicht ersichtlich. Es ist auch gar nicht schlüssig, warum das denn jetzt irgendwie bei der Strafverfolgung helfen soll. Insofern, klar, auch das wäre Dinge zu fordern, ein Wirksamkeitsnachweis. Super, dann sage ich bis hierhin erstmal vielen Dank. Wer noch Fragen zum Thema hat, der geht auf die Seite der digitalen Gesellschaft. Funkzellenabfrage ist auch ein schönes Wort fürs Suchfenster im Browser, denn da kommen viele interessante Artikel auch zum Vorschein, haben sich viele kluge Menschen schon Gedanken zu gemacht. Die meisten kommen allerdings, also die meisten von den Klugen kommen zum Schluss, dass es nichts bringt. Ja. Na gut, dann können wir das so festhalten. Vielen Dank, Volker Tripp. Gerne. Flux FM in digitaler Gesellschaft.